heute. Weiter geht's heute mit dem Historic GT Track Day. So, und wir machen heute weiter auf jeden Fall mit zwei Rennen. Wir haben einige Fahrzeuge für uns, die frei stehen. GT 40 oder Ferrari 330 P4. Und wir nehmen. Gucken wir mal, ich kaufe sie mal beide direkt. Und der Ford hat ein bisschen mehr Leistung, deswegen nehmen wir den auch. Dann bleiben wir dabei auch direkt. Autos brauchen wir sowieso nicht verkaufen, wir haben genug Kohle. So, anfangen. Wir anfangen mal drei Runden Suzuka auf dem East Course Reversed. Mal gucken. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass wir hier ein gutes guten Auftakt holen, weil der ist ganz wichtig, gerade nur bei diesen Zweierrennen, Events. Hier ist das sehr wichtig. Es ist nicht mehr so viel zu fahren. Was für eine Stimmung hier in Suzuka. Voller Vorfreude auf das heutige Grid World Series Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der Grid World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Und hoffentlich ziemlich erfolgreich. Und wir starten am 14. Versuchen natürlich. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. So, ich gehe mal zum Kollegen jetzt schon mal direkt die Anweisung. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, da will einer vom rechts vorbei, kommt auch dazu. So. Ich will nicht in die Wand. Oh, da hat sich der Schrecken. Da hat sich der Schrecken ein bisschen erschrocken. Und, wir waren schon neben dem Führenden. Während sich der Strecke, was ich gerade voll erschrocken, also da ist er da zur Seite eingeschlagen. Ja. Da ist jemand ziemlich ein bisschen gerutscht. Ich versuche jetzt gerade hier mal ein bisschen. Warte mal, gerade kurz. Was ist denn heute los? So weit nur leicht berühren an der Seite kurz. Geht der Wagen rechts, geht er weg. Ja. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. So, okay, das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Ja, lass uns etwas vorrücken. Mein Gott, Alter, dieses Rüberziehen im Moment noch. Im letzten Moment muss man ihn noch komplett rüberknallen. I love it. Unser Ziel ist es davor, der hat irgendwie die Heckklappe zerrissen. Ist das der Teamkollege? Kann das sein? Ist es davor? Ja, ja, ist er. Meine Güte, der nächste, der. Also dieses hätten wir mal definitiv nicht erfolgreich durchstehen. Also läuft es momentan einfach nicht. Wir sind jetzt in der letzten Runde, oder die gehen jetzt in der letzten Runde, sind immer noch 16. Also unser bester Platz war momentan Platz. Ja, war noch vorne dran. Letzte Runde. Los, wir wollen nicht letzter werden. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ja, vergiss es, forget about it. Irgendwie will das Auto heute. Will das wollen die heute, dass ich nicht letzter werde. Der Auftakt ist mal sowas von in die Hose gegangen. Rang 16. Aber da wollten, war lief einfach alles absolut schief. So. Scheiße. Das war natürlich jetzt nicht gut. Aber müssen wir halt mit jetzt atmen. Oder mit leben. Wichtig ist, dass wir jetzt rankommen. Wichtig ist, dass wir jetzt alles wirklich irgendwie gerettet kriegen.
Ja, du warst schon in der ersten Kurve Erster und du bist dann nur weggeknallt die ganze Zeit. So, Brands Hatch ist das nächste und die letzte Station. Und mit der versuchen wir heute irgendwie noch was zu retten. Wir sind auf 4 und hoffen, dass dieses Rennen ein bisschen besser läuft. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? So, geh mal rein. Sorry, dass ich jetzt unser Rennen noch ein bisschen unterbreche. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Eieiei, das geht schon wieder so gut los. Och Leute, was ist denn heute los? Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Zumindest wieder auf 2 jetzt irgendwann. Gewinnen müssen wir uns auf jeden Fall, das ist klar. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, irgendwie arsch viel Traktion, Kontraktion hin auf die Achse. Auftakt richtig gut. Der 16. Platz nur im Auftakt drin. Ja. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ich muss echt höllisch aufpassen hier. Okay, Angreifen bestätigt. Dass die Karre nicht übersteuert. Der Fall zur Runde. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Die letzte Runde. Ja, jetzt ziehst du mal um die Linkskurve. Dann geht's in die letzte Runde. So, letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Naja, ich wusste ja echt heute schon, dass ich mal bremse. Wenn man die anbremst oder so zu sehr, dass wir so sehr in die Rutsche in die Kurve geht. Nicht gut, das ist schon klar. Aber die Frage ist, wie weit geht es jetzt nach vorne? Geht es vielleicht auch in die, vielleicht noch aufs Podium? Ich weiß nicht, wie die Position das sind. Dann habe ich bei 25 Punkte, die hat ein anderer auch, und der durch den Unterschied ist für uns. So, unsere Aufgabe ist gelöst. Schade. Es wird Rang 2 werden. Ja, doch noch irgendwie. Ah, das erste Rennen. Zweimal Dritter, ja, reicht, um uns zu schlagen. Aber wir haben es tatsächlich noch irgendwo so gerade ein bisschen geschafft, uns durchzusetzen hier. Ja, es ist. 10 Punkte sind es am Ende nur. Hm? Muss ich. Damit müssen wir jetzt irgendwie leben. Nur Platz 2 nach dem Auftaktrennen. So, Level 33 sind wir safe. Ja. So. Das konnten wir nicht retten, aber zumindest Platz 2 haben wir nach Hause nehmen können.
So, naja. Ist halt so. Zumindest so halbwegs mit nach Hause genommen. Super. Und dann sind wir durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's mit der Time Attack Series, der Hypercast, weiter.